was machen Sachen? Ja. Wie versprochen, heute gibt es das Glasmaterial. Ich habe in meiner Sehne schon eins drin, ein simples. Ich habe es ein bisschen mehr blau getönt, da das ja doch eine stilisierte Sehne ist. Darf man das gerne machen, aber man kann auch ein realistisches Glas mit diesem Material erstellen. Und als erstes brauchen wir natürlich ein frisches Material. Einmal Glas. Und das machen wir auf. So, wir haben jetzt natürlich zum Start erstmal das Opake. Das müssen wir umstellen, weil die Opacity brauchen wir. Die ist ja das, was Glas Glas macht. Man kann durch Glas durchgucken. Nicht so wie bei Stein oder so, da kann man jetzt nicht durchgucken. Stellen wir um. Einfach translucent. Den anderen können wir erstmal so stehen lassen. Und hier, das müssen wir noch umstellen, den Light Mode. Auf Surface, Translucent Volume. Dann haben wir natürlich auch wieder unsere Metallic Background Roughness. Metallic werden wir nicht machen. Es gibt viele, die nutzen Metallic für Glas. Ist aber nicht wirklich physikalisch richtig, weil Glas ist dicht Metall. Aber es gibt halt tatsächlich viele, die ich gesehen habe, die tatsächlich die Metallic noch mit ins Glas reinmachen. Aber wir wollen ja möglichst physisch korrekt bleiben. Sieht auch am meisten am besten aus, finde ich persönlich jetzt. Ausnahmen sind halt gesagt stilisierte Sachen, da kann man ein bisschen Sachen ins Extremere ziehen. Aber normalerweise nutzt man kein Metall im Glas. Außer man hat jetzt so kleine Metallstückchen im Glas, wenn man irgendwie so ein Deko-Glas machen möchte, gibt es ja auch, wo halt Metallfetzen mit eingebrannt sind. Wie auch schon gesehen, sieht ganz fancy aus, aber das ist ja ein anderes Thema. So, als erstes braucht man natürlich eine Farbe. Wir nehmen jetzt einfach einen normalen Farbwert, dann können wir einfach eine Farbe einstellen. Man kann natürlich auch, wer möchte, eine Textur reinstellen. Bei der Textur halt auch wieder, meistens ist da die Opacity mit drin. Die müsst ihr dann halt mit dem Alpha-Kanal verlinken. Bei der Farbe jetzt nicht, weil wir haben an für sich hier erstmal keinen Alpha-Kanal drin. Wir haben hier tatsächlich erstmal nur Farbe. Dann wie gesagt, Metallic lassen wir aus. Die bleibt auf 0. So, das, was wir jetzt erstmal brauchen, ist die Roughness. Um einfach einzustellen, wie glatt unser Glas sein soll. Ob man jetzt halt ein normales Glas haben will, was ja glatt ist. Dementsprechend halt sehr schön spiegelt und reflektiert. Man kann auch sagen, okay, ich mache das jetzt halt ein bisschen weiter runter, dann hat man mehr so ein Milchglas. Emissive brauchen wir nicht, es soll nicht leuchten. Jetzt haben wir die Opacity. Wieder eine normale eine Note. Ich gehe jetzt einfach mal auf 0,9. Einfach, dass wir auch ein bisschen besser die Farbe sehen, die wir eventuell einstellen sollen. Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich es einfach schöner finde. Und man vielleicht auch schöner sehen kann, einfach mal blau. So, jetzt kommen wir neben der Transparenz zu einer der wichtigsten Sachen, die halt Glas ausmachen, ist die Refraktion. Und da gibt es so was ganz, ganz Fieses, das nennt sich der Fresnel-Effekt, das einfach dafür sorgt, wie das Licht im Glas gebrochen wird. Ist was sehr Mathematisches, was ich hier nicht erklären möchte, weil akzeptiert es einfach, dass es so ist. Man muss ja nicht unbedingt wissen, warum. Wer will, kann es ja googeln. Aber Glas hat Refraktion, genauso wie bei Autolacken sieht man das schön, einfach dieser Effekt, ab wann kann ich mich drinnen spiegeln, ab wann wird irgendwas reflektiert, wie halt das Licht in dem Ding gebrochen wird. Ist halt wie gesagt im Glas vorhanden, auch im Eis. Und den Baum jetzt. Ist auch gar nicht so kompliziert, die Mathematik dahinter ist viel komplizierter wie das, was wir tun. Wir brauchen halt, wie gesagt, erstmal den Fresnel. Da haben wir. Dann brauchen wir zwei normale Notes und ein Lerp, ein Linear Interpolate. Mit dem haben wir auch noch nicht gearbeitet. Der sagt einfach, ich gebe ihm hier einen Wert und wenn er sagt, okay, der Wert ist von da bis da, wenn er drüber ist, bist du das und wenn du drunter bist, bist du das. Das verbinden wir. Hier brauchen wir den normalen Einserwert. Und das nächste ist, der sogenannte IOR-Wert ist halt der Wert, der angibt, wann bricht sich jetzt das Licht anders. Auf welchen Draufguckwinkel ändert sich es. Da gibt es eine ganze Tabelle, weil jedes Material hat einen anderen Wert. Ich werde euch eine kleine Tabelle kurz einblenden mit so den Basiswerten, die halt am meisten gebraucht werden. Unten in der Beschreibung findet ihr eine komplette Liste mit sehr vielen Materialien. Die ist leider in Englisch, da müsstet ihr eventuell Google Translate nutzen. Ich habe leider keine deutsche Seite gefunden, die halt wirklich so viele hat. Und da könnt ihr euch einfach, je nachdem, was ihr da bastelt, den Wert raussuchen.
der kommt hier in unser B. Und der Fresnel ist unsere Alpha. Und das kommt hier alles in die Refraction. So, wir haben ja schon gelernt das letzte Mal, wie man mit Masters arbeitet. Jetzt wollen wir das eventuell auch so erstellen, dass wir das für mehrere Sachen nutzen können. Also machen wir hier Parameter raus. Und hier bei unserem Lerp braucht man nur diesen iOS-Wert, der sie ändern, weil die 1 bleibt immer gleich und den Fresnel, den wollen wir auch nicht ändern an der Node. Da können wir so auch erstmal nichts ändern, weil wir haben nichts eingefügt. iOS. So, die Standardsachen haben wir drin. Wer möchte, kann halt noch eine Normal Map einfügen. Das machen wir auch nochmal kurz, einfach nur um euch zu zeigen, wie das aussieht. Wir machen einen Parameter draus. Und fügen hier kurz einfach nur die Standard. Wo haben wir sie denn? Normal Master. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Da. Damit kann man auch ganz nice Sachen machen, zeige ich euch gleich. So, jetzt haben wir aber unsere ganzen Standardsachen für einen ganz simplen Class Material. Wahlweise auch, wer möchte, man könnte Eis draus machen oder halt ja, stehendes Wasser. Ja, erstmal den falschen Wert abgeguckt. Ich habe bei Wasser nehmen. Ihr wollt jetzt. Man könnte natürlich auch hier das als Wasser nehmen. Das hat wir eben so aufgebaut, dass man halt sehr viele transparente Sachen simpel darstellen kann. Es gibt natürlich viel komplexere, die schöner aussehen, aber mit diesem Material kann man erstmal die Standardsachen gut darstellen. So. Okay, einfach mal zur Anschauung. Habe ich erstmal hier verschiedene Förmchen uns aus dem Starter Content geholt. Jetzt gehen wir hier, machen eine Instanz, einfach um schöner zu arbeiten. Glass Instance. Die packe ich jetzt erstmal da drauf. Ihr seht, das Blau ist schon halt schön da und die Transparenz ist halt nicht allzu hoch, weil wir das ja so eingestellt hatten. So, perfekt. So. Wie gesagt, als erstes können wir sagen, okay, wir wollen halt jetzt nicht so was Stilisiertes haben, sondern eher was Realistisches. Dann arbeitet man kaum mit Farbe, man hat eher ein Grau, Ton, Weiß, so Schwarz, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal auf Grau. So, unser Glas ist ja noch ziemlich sehr sichtbar. Also runter mit der Transparenz. Ja, komm, machen wir mal 6, so haben wir eine gerade Zahl. Unsere Roughness ist bei 1, ist jetzt halt bei matt und nicht glänzend, ist bei Glas halt immer ein bisschen komisch. Außer man möchte natürlich Milchglas machen, dann müsste man aber auch wieder... Obwohl, hier geht's ja, man sieht ja die Farbe noch recht gut, also wir wollen da schon was Glattes haben. Machen wir es auf 0. Jetzt haben wir die schöne Spiegelung drin. So, und jetzt haben wir hier die schönen Reflexionen drin. Apropos Reflexion, jetzt kommen wir zur Refraktion, wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche. Ist halt hier, unsere Lichtbrechung hat sich verändert. Alles, was halt hinter den Materialien ist, ist leicht verzerrt, je nachdem, wie die Form ist. Und es ist genau das, was mit dem iOS-Wert verändern. Seht ihr? Alles ändert sich. Und den Standardwert zurück für Glas. 1,52. So. Jetzt wollen wir noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben ja noch eine Normal Map drin. Das ist nämlich auch eine ganz lustige Sache, wird man weniger nutzen, weil für sich an für sich bei Glas ist ja meistens glatt, aber man kann es halt für andere Sachen auch mal nutzen und es sieht halt einfach auch cool aus, finde ich. Ich zeige es euch einfach mal. Ich klaue mir eine aus dem Starter Content. Wo haben wir sie denn? Texturen. Wir machen mal drauf, was könnte lustig aussehen. Da haben wir irgendwo, ah hier, haben wir die Hightech Tiles. Okay, man sieht halt, die sind halt die Starter-Content-Sachen, da ist die Textur leicht verzerrt, aber ich finde, das ist doch eine ganz lustige Sache. Damit kann man auch schöne Effekte machen. So, das war es jetzt erstmal für einen simplen Glas-Shader. Es gibt natürlich wesentlich schönere Shader, die halt speziell für halt verschiedene Materialien angelegt sind. Ich wollte halt euch ein Material zeigen, das halt A, einfach herzustellen ist und B, auch mehrere Sachen nutzbar ist. Ist zwar nicht jetzt das
super schönste Hightech-Ding, aber es tut seine Sache. Man kann es gut nutzen. Und man kann es halt auch jetzt für viele Sachen nutzen. Gerade am Anfang finde ich es immer sehr praktisch, wenn man halt, ja, man kann es leicht selber bauen und man kann es auch gut nutzen. Wie gesagt, es ist kein schlechter Shader, gibt halt schönere, aber die sind halt auch wesentlich komplexer aufzubauen. Da werden wir uns vielleicht auch demnächst ein paar Sachen ansehen. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, was halt auch auf diesem Glas-Shader aufbaut, ist halt ein für Wasser, dass man ein bisschen Bewegung drinne machen können. Da zeige ich euch eine ganz schöne Note, die halt Bewegung in Materialien zeigt, die man auch auf viele, viele Weise nutzen können. Darauf könnt ihr euch das nächste Mal freuen, dass wir halt einfach ein simples Wasser simulieren. Und da stelle ich euch auch eine neue Note vor. Ich hoffe euch, das Video hat euch gefallen, hat euch geholfen. Feedback ist gerne gesehen. Ihr dürft mir auch Fragen stellen, wenn ihr zu speziellen Sachen irgendwelche Fragen habt, weil ihr irgendwas nicht hinbekommt oder halt einfach eine Meinung hören wollt oder mir einfach irgendwas zeigen wollt. Ich freue mich auch immer wieder, wenn Leute mir Screenshots schicken über Discord. Der ist ja auch verlinkt. So. Und dann, man sieht sich später.